Als ich mir vor über einem Jahr, es war der 24. Januar 2017, Yakuza Zero gekauft hatte, hätte ich mir nie träumen lassen, dass ich mich einmal so in eine Videospielreihe verlieben würde. Ich muss dazu sagen, dass ich zu der Zeit wenig Interesse am Zocken hatte. Ich war schlicht und ergreifend satt. Zu viele Muster wiederholten sich, zu viele Mechaniken waren spielübergreifend identisch und storytechnisch waren die meisten Spiele weit weg von der Qualität eines Films oder einer Serie. Doch mit dem Einstieg in die Yakuza-Welt sollte sich all das ändern. Eine fantastisch geschriebene Geschichte, geniale Over-the-Top-Action und Minispiele en masse, in die man unzählige Stunden investieren konnte, ohne dass es ein einziges Mal langweilig wurde. Ja, da war sie wieder, die Begeisterung für das Medium-Spiel. Schlussendlich versenkte ich in Yakuza Zero dann über 160 Stunden, die Zeit verging wie im Flug. Der Nachfolger, Yakuza Kiwami, ein Remake von Yakuza 1, sollte dann erst im August 2017 erscheinen. So lang konnte ich natürlich nicht warten. Glücklicherweise hatte ich noch eine alte PS3 Fat Lady zu Hause, die abwärtskompatibel zu PS2-Spielen war. Ein Freund lieh mir dann Teil 1 und 2, die damals beide exklusiv für PS2 erschienen waren und als HD-Remakes nur für PS3 in Japan erschienen waren. Und so konnte ich die epische Geschichte um den sympathischen Hauptcharakter Kiryu Kazuma aus der Kategorie harte Schale, weicher Kern weiterverfolgen. Ich inhalierte diese Spiele regelrecht, wenngleich der Umstieg von PS4 auf PS2 nach so vielen Jahren natürlich erstmal ein Kulturschock war. Und Teil 3, 4 und 5 landeten daraufhin ebenfalls in meiner PS3 und ich habe es nicht bereut. Was ich hier vor mir hatte, war nichts anderes als eine der besten Spielereien aller Zeiten. Ich zählte also die Stunden bis zum endlich nahenden Release von Yakuza 6, dem ersten richtigen Next-Gen-Titel der Reihe. Yakuza Zero und Kiwami erschienen zwar beide auch noch für die PS3 zumindest, aber eben nur in Japan. Daher stellte Yakuza 6 den absoluten Next-Gen-Sprung dar. Damit wartete also der krönende Abschluss dieser epischen Saga und ja, was soll ich sagen? Kazuma Kiryu verlässt die große Bühne mit einem großen Knall, so würdig, wie man es sich hätte kaum erträumen können. Zum einen wäre da die neu entwickelte Dragon Engine, die speziell in den vielen Brawler-Kämpfen für ein unglaublich befriedigendes Spielerlebnis sorgt. Ein Gegner liegt auf dem Boden, tretet ihm einfach mit Schmackes in den Bauch und er wird einige Meter weit fliegen. Es befindet sich ein Auto in der Nähe, öffnet die Tür und rammt diese in den Kopf des Gegners. Was steht das Motorrad hier so blöd herum? Macht sich doch viel besser als Wurfgeschoss für die Gegner. Wie ihr schon hören könnt, die Action in den Yakuza-Spielen ist absolut übertrieben und verrückt und steht fernab jeglichen Realismusanspruchs. Doch genau das macht eben einen großen Teil des Charmes aus, den dieses Spiel aus jeder Pore versprüht. Die Mischung aus absurden Kämpfen, unterschiedlichen Nebenbeschäftigungen, dazu später noch mehr und einer ernsten, filmreifen Inszenierung der Geschichte. Stichwort filmreif, auch hier leistet die Dragon Engine ganze Arbeit. Durch diese kann das Spiel nur nämlich teilweise fotorealistische Situationen schaffen, in der die Unterscheidung zwischen Realität und Videospiel doch zuweilen schwerfällt. Zu gut sehen die Lichteffekte aus, zu gut das Neonlicht, das sich in nassen Pfützen spiegelt, zu gut die Gesichtsanimationen, die speziell in den vorgerenderten Zwischensequenzen wie lebensecht wirken, was auch an der Zuhilfenahme zahlreicher echter Schauspieler liegt, die nicht nur ihre Stimme, sondern auch ihr komplettes Aussehen leihen. In Yakuza 6 sind zwei der prominentesten Schauspieler Japans vertreten. Zum einen Takeshi Beat Kitano, ein absoluter Star in Japan, den ich auch auf meinem Kanal einige Male vorgestellt habe, als Regisseur und Schauspieler bekannt zahlreicher Filme, die unter anderem auch in Cannes ausgezeichnet wurden, zum Beispiel sein Film Hanabi. Und zum anderen wäre da eben noch Tatsuya Fujiwara, bekannt aus dem Battle Royale oder Death Note Live-Action-Filmen. Und wie man sich vorstellen kann, die Beteiligung solcher Größen wertet das ganze Spielerlebnis, die ganze Story einfach ungemein auf. Die Geschichte wirkt damit noch realistischer, noch echter, noch näher am Medium-Film. Die Yakuza-Spiele standen schon immer für eine filmreife Inszenierung und die Hauptgeschichte erstreckt sich nicht selten über 30 bis 40 Stunden. Ja, hier bekommt man auch etwas für sein Geld geboten. Anders als bei vielen anderen Produktionen, wo man mit der Story nach 4 bis 5 Stunden durch ist, bekommt man hier mindestens das 4, meist aber das 8-fache allein an Hauptstory-Spielzeit geboten. Zahlreiche Zwischensequenzen mit einer fantastischen japanischen Synchronisation begleitet von einem spitzen Soundtrack, der die vielen emotionalen Momente gekonnt unterstreicht, sowie einer perfekten Regie transzendieren das einfache Medium Spiel zu einem spielbaren Film, ohne die grundlegenden Elemente eines Spiels zu vernachlässigen.
Anders als zum Beispiel bei interaktiven Filmen wie Heavy Rain hat man hier eine sehr gut aufeinander abgestimmte Mischung aus filmischen Elementen und Spielelementen. Das eine bedingt das andere. Das ist ganz großes spielbares Kino. Und mit dieser neuen, erstmals exklusiv für PS4 erschienenen Dragon Engine, die unglaublich realistische Grafiken darzustellen vermag, sind die Grenzen schlicht und ergreifend fließend. Für die Story allein würde sich Yakuza 6 also bereits schon lohnen. Doch damit nicht genug. Zahlreiche Minispiele wie Baseball, Fitnessstudio, Katzencafé, Internetcafé, Fischen, Speerfischen, Mahjong, Shogi, Karaoke und viele weitere Nebenbeschäftigungen wollen entdeckt werden. Man kann beispielsweise auch in eine Hostessenbar gehen und sich dort mit den Hostessen unterhalten. Und diese erkennen einen wieder und merken sich gewisse Themen, die man angesprochen hat. Dazu darf man sogar seinen eigenen Baseballclub managen, seinen eigenen Clan anführen und diesen in taktischen, aus der Vogelperspektive geführten Kämpfen koordinieren und Freundschaften in einer Bar schließen. Man kann zahlreiche Restaurants und Lokalitäten besuchen, die der Wirklichkeit nachempfunden sind, und die Speisekarte rauf und runter futtern. Das ist insofern wichtig, als dass es die Fähigkeiten von Kiryu ungemein steigert. Daher immer viel essen gehen, speziell Sushi bietet sich an. Und das ist nur einer der vielen Gründe, warum Yakuza den Ruf als Japan-Simulator nicht von ungefähr hat. Noch echter ist nur ein Besuch in Japan selbst, um diese Kultur zu erleben. Doch die Yakuza-Spiele kommen dem Ganzen schon verdammt nah. Sind sie doch in großen Teilen Abbildungen eben jeder Realität. Und nicht zu vergessen, gibt es 52 Substories, also kleinere Nebengeschichten, die mal zum Gebrüllen komisch, dann zum Heulen traurig sind. Stets aber immer eine gewisse Lebensweisheit bereithalten. Erstmals in der Reihe überhaupt sind hier ausnahmslos alle Dialoge vertont. Das merkt man zwar an der Zahl der Substories. Zum Vergleich, Yakuza Zero bietet sage und schreibe 100 Stück. Hier sind es gerade mal die Hälfte. Doch für die Atmosphäre ist es definitiv ein riesiger Gewinn. Denn durch ihre ausdrucksstarken Stimmen wirken die NPCs einfach noch lebendiger. Alles in allem kann ich jedem nur empfehlen, der Yakuza-Reihe eine echte Chance zu geben. Viele stören sich an der Sprachbarriere. Zum einen sind die Dialoge alle nur auf Japanisch. In Deutschland sind wir deutsche Synchronisierungen gewohnt, wir sind dahingehend verwöhnt. Gleichzeitig schreckt uns dann eben ab, wenn plötzlich kein Deutsch zur Verfügung steht. Ich kann versichern, man muss kein Weeb, also kein Nerd, der alles Japanische liebt, sein, um trotzdem so etwas wie Begeisterung für diese edle, anmutig vorgetragene japanische Sprache zu empfinden. Lässt man sich darauf ein, merkt man recht schnell, welchen Atmosphäregewinn dies bedeutet. Darüber hinaus sind alle Texte nur auf Englisch. Da beginnt das nächste Problem. Viele potenziell Interessierte haben Angst, dem Geschehen nicht ausreichend folgen zu können. Ich kann hierzu nur aus meinen eigenen Erfahrungen berichten. Vor Ewigkeiten lieh mir ein Freund das Spiel Fallout 3 in der Game of the Year Edition für PS3. Es handelte sich um die PEGI-Fassung, diese war ungeschnitten, jedoch ohne deutsche Texte. Ein so textbasiertes und von Rollenspielelementen geprägtes Spiel komplett in Englisch zu zocken, war ein heftiger Sprung ins kalte Wasser. Und doch, ich lernte beim Zocken dieses Spiels mehr Englisch als in 5 Jahren Englisch auf dem Gymnasium. Daher an all jene, die mit diesem Spiel liebäugeln, aber sich nicht trauen. Man groovt sich ein und mit Schulenglisch wird man hier schon sehr weit kommen. Es gibt so gut wie kein schweres Vokabular, welches eine besondere Expertise voraussetzen würde. Und vieles erschließt sich auch aus dem Zusammenhang. Daher meine klare Bitte, lasst euch dieses Meisterwerk nicht durch eine einfache, behebbare Sprachbarriere nehmen. Ein weiteres Fragezeichen für Interessierte: Ist Yakuza 6 ein guter Einstieg in die Reihe? Dies kann mit einem klaren Jein beantwortet werden. Zum einen würde ich doch empfehlen, mit Yakuza Zero zu starten, der vor allen anderen Teilen spielt und von vielen auch als der beste Teil angesehen wird. Zum anderen steht aber auch Yakuza 6 storytechnisch relativ für sich und kann auch ohne größere Vorkenntnisse genossen werden. Allerdings entgehen einem dann natürlich einige Anspielungen und Easter Eggs auf vergangene Teile. Beide Varianten sind auf jeden Fall möglich, aber wer Kiryus komplette Geschichte in epischem Ausmaße erleben will, sollte sich einmal durch die gesamte Reihe spielen. Hunderte epische Spielstunden garantiert. Was bleibt also noch zu sagen? Kaufen, kaufen, kaufen lautet die Devise. Die Yakuza-Reihe ist immer noch ein absolutes Nischenprodukt, zumindest außerhalb Japans. In Japan selbst verkauft sich die Reihe wie geschnitten Brot und ist unglaublich erfolgreich. Wer diesen Erfolg je im Westen erreichen werden, steht in den Sternen. Doch mit jeder verkauften Einheit kommen wir dem Ziel einen Schritt näher.
Selten bekommt man mehr Inhalt für sein Geld. Danke Sega für den epischen Abschluss einer epischen Reihe. Daher mein klarer Appell, geht's raus und kauft's Yakuza. Ich zähle bereits die Stunden bis zum Release von Kiwami 2. Im August ist es endlich soweit. In diesem Sinne, danke fürs Anschauen. Ich hoffe, ich konnte euch die Reihe ein bisschen schmackhaft machen. Und bis zum nächsten Mal. Habt eine gute Zeit. Servus.